willkommen zu einer neuen Folge mit Gott auf der Couch, heute mit Wolfgang Rösch. Er ist Priester und Generalvikar seit 2014 im Bistum Limburg und ist heute zu Gast. Wie geht es Ihnen? Danke, es ist schön, mal wieder in die alte Heimat zu kommen. Mit Gott auf der Couch, also ich bin nicht Gott, dann vermute ich mal, sitze irgendwo zwischen uns. Richtig. Ja, Sie sind Generalvikar. Was ist das überhaupt? Da muss ich auch erstmal nachgucken. Also an sich bin ich von Leidenschaft her Pfarrer und Priester. Mhm. Aber dann in dieser turbulenten Zeit des Bistums wurde ich mal angefragt. Generalvikar, der sitzt sozusagen mit dem Bischof auf demselben Stuhl. Mhm. Der Bischof ist der so öffentlich in den Dingen, was Sakramente, Gottesdienste sehr stark erfahrbar wird. Generalvikar ist eher so zurückgezogen, mehr die Verwaltung. Also es hört sich an wie der weniger spannende Teil des Ganzen, aber man hat auch viel Einfluss, Dinge zu gestalten und zu ordnen oder zu ermöglichen. Und das ist wiederum das Angenehme dabei. Das heißt, wie sieht der Tag dann aus? Das ist viel Gremienarbeit. Also zwei Tage der Woche sind so intern Gremien, wo wir in den großen Leitungskonferenzen zusammenkommen. Und dann ganz viele so Einzelgespräche, wo die einzelnen Fachressorts kommen und Dinge abstimmen, um was freizusetzen. Also sagen wir so, das Angenehme bei mir ist, ich kann ganz viel so strukturieren und ermöglichen, freigeben und umsetzen tun es dann in der Regel andere Leute. Ich freue mich aber, dass man immer noch Priester bleibt, das heißt so an Wochenenden, jetzt in der Corona-Zeit natürlich nicht, aber mit Firmung kommt man viel herum, mit Jugendlichen. Ich hatte ehemalige Pfarreien, wo ich in Aushilfen tätig bin, also das Priestliche ist schon mal auch da. Das heißt, Sie sind Priester und haben dann quasi noch mehr Aufgaben. Genau, also es ist auch... Ich habe mal vorher Maschinenbau studiert und da hieß immer so, die Ingenieure gehen nachher in den Verkauf oder ins Management. Das wollte ich nie machen. Und heute ist es ein Teil davon auch, dass man viel so in der Leitungsaufgabe ist. Alles Priesterliche ist auch noch startbar. Ja. Okay. Ist das eine Herausforderung für Sie? Ja. Ich glaube, ich habe noch nie eine Stelle ausgesucht, sondern die wurden immer zugespielt. Aber meine Erfahrung ist so, Herausforderung, egal was ist, ich habe immer die Möglichkeit, so mich dagegen zu sperren oder sie anzunehmen, das Chance zu erkennen. Und das ist auch jetzt hier der Fall gewesen. Also ich habe es nicht ausgesucht, aber das hat auch ganz viele interessante Dinge. Also sind Sie schon durchaus ein Mann der Herausforderung? Oder nehmen Sie es einfach, wie es kommt? Nee, das ist also anderswo, wie zum Beispiel früher, bin ich gerne gejoggt und mir hat Spaß gemacht, quer durch den Wald zu laufen, wo es keine Wege gibt. Das ist jetzt manchmal auch so in der Zeit Kirche, niemand weiß, wie es weitergeht und vieles, was wir gewohnt waren als Wege, können wir gar nicht so machen. Und ich glaube, wenn man angstfrei ist, wenn man ein Gespür hat, wo es eigentlich gehen kann und wirklich auch mal was Neues probiert, das ist momentan unsere Zeit. Wir können nicht einfach das machen, was früher so war, geht nicht einfach nur weiter so, aber man muss ein Gespür dafür haben, was stimmt und was gute Wege sein können. Wenn Sie an die katholische Kirche und an den christlichen Glauben denken, wie er momentan ist und wie er vielleicht in Zukunft sein wird. Muss sich etwas ändern oder sollten wir eher entspannt in die Sache reingehen oder sogar beides? Entspannt und trotzdem versuchen. Ich glaube genau das, entspannt und angstfrei, aber es muss sich ganz viel ändern. Also im Grunde, wir sind ja Menschen, die gewohnt sind, also die irgendwo drin zu Hause sind, sich einzurichten, das festzuhalten und das funktioniert nicht. Weil wir merken, wir sind wie in einer kleinen Burg und viele Menschen stehen davor und wissen gar nicht, was das Schöne von Kirche sein ist oder die Erfahrung von Glauben kennen viele gar nicht. Aber wir leben es für uns so, dass viele Menschen auch gar nicht interessant finden. Und ich glaube schon, dass sich vieles ändern muss und darf. Und wir sollten auch nicht dabei Angst haben, das Wesentliche zu verlieren, sondern vielleicht finden wir es dadurch erst nochmal wieder. Also den Glauben eine größere Fläche geben. Genau, dem Glauben eine größere Fläche geben oder Menschen erfahrbar machen, was heißt also, mit Christus zu leben, dass Gott nicht nur ein Gedanke ist, sondern jemand, den man lieben kann, dass es Leben auf dem Glauben nicht nur was ist, was ein Opfer ist, sondern was Spaß macht und Dinge erschließt. Also mir macht es Spaß, wenn ich junge Leute sehe, die irgendwas machen, was wir nie gemacht hätten. Also jetzt hier sowas wie Gott auf der Couch, wäre ich nie auf die Idee gekommen. Ihr macht es, weil euch was wichtig ist, weil ihr irgendwas gefunden habt. Okay. Das ist schön und das ist nicht dadurch gültig, dass alle anderen das machen, sondern weil ihr es ehrlich macht. Sie sprachen gerade von Ihrer Jugend. Wie kam es zu Ihrem Glauben?
Also aus dem elterlichen Haus? Oder? Ja, sicher auch. Also das ist bei uns, ich komme auch aus dem letzten Jahrhundert, also wo es normal war, so langsam in die Kirche zu gehen, und deswegen war es auch normal, sich da mal aufzulehnen. Also ich glaube schon, durch Eltern, Großeltern habe ich sehr viel mitbekommen, auch ihre Jugend. Also die Mehrheit war eher jetzt in kirchlicher Jugendarbeit. Zentral, was wir hatten, das war ganz prägend. Also ich wäre noch heute nicht hier, wenn ich nicht da ganz viele Dinge gelernt und erfahren hätte. Aber dann, ich hatte es ja mal eben angedeutet, irgendwann mal so mit 18 Jahren, dann fragt man sich jetzt, glaube das, was andere dir vorgegeben haben oder was dein eigenes ist. Und dann kommt man nochmal neu auf die Suche. Und ich kann mich erinnern, wie ich wieder angefangen habe zu beten, so, also lieber Gott, wenn es dich gibt, dann hast du jetzt ein Problem, da musst du dich auch zeigen, wenn du mich willst und so. Und wirklich so das Beten zu wollen und erstmal nichts zu merken und suchen und noch nicht gleich was zu haben, ich glaube, da hat ganz viel angefangen. Ja. Also beides war wichtig, so die Wurzeln aus einer Tradition, aber das war dann das Maschinenbaustudium, Bibelkreis, das waren eher evangelische und freikirchliche Leute, also was ganz anderes als katholisch, und mit dem zusammen zu glauben, zu leben, das hat viel ausgemacht. Wie kann man während seines Studiums den Glauben so erleben? Also vielleicht wollen Sie das mal näher ausführen, das finde ich ja sehr interessant. Wie gesagt, ich habe in einer Wohngemeinschaft da gelebt und das waren Leute aus diesem Kreis, das war auch dann ein Bibelkreis, also wo wir zusammen auch gebetet haben, Bibel gelesen, und ich glaube, das hat mir ganz viel ausgemacht, dass Glauben ist ja auch so ein Schamthema, also man redet nicht darüber und man teilt es nicht, aber dort war das so, dass wir auch darüber geredet haben, das war klasse, also wir haben studiert, wir haben Freizeit gemacht, wir haben Kultur gemacht und wir hatten auch Glauben, das war einfach ein Teil davon, und das da drin zu entdecken, und mir war dann irgendwann klar, Glaube, wenn du da was für dich gefunden hast, was so wichtig ist, doch schön, das mit Menschen teilen zu können. Und dann habe ich meine Kirche wieder gefunden, die katholische Kirche, also wo ich mich auch mal ein bisschen abgesetzt hatte und gemerkt, dass eigentlich da viel drin ist, was ich vorher gar nicht gesehen habe. Und dann haben Sie aufgehört zu studieren oder aufgehört Maschinenbau zu studieren und haben dann sofort angefangen, Theologie zu studieren, oder war da noch ein Zwischenschritt? Ja, es war ziemlich zusammen, also ich kann mich noch genau erinnern, wie ich mich dann entschieden habe, es war 23. Juni 1984, kann ich heute noch erinnern, das Datum. Das waren noch 2 Monate, also ich war gerade Diplomarbeit fertig, machen die Schlussprüfung, stand noch an. Also ich habe es dann zu Ende gemacht im August und im Oktober Theologie angefangen. Also es war ein fließender Übergang. Ziemlich. Und heute können Sie sich etwas anderes vorstellen, oder ist das Ihr Leben? Klar, das ist mein Leben, aber allein zum Beispiel Priester sein, das ist ja nicht ein Beruf, sondern eine Lebensform, in der man ganz viele Berufe hat. Also ich habe schon mal die Priesterausbildung, ich war schon Kaplan, mache eine Jugendarbeit, ich war Pfarrer, jetzt bin ich Generalvikar. Ich glaube, man soll nie sagen, dass es irgendwas gibt, was man nicht können soll, aber die Frage ist, man nimmt sich ja selbst mit, um was will man machen da. Und von daher ja, das ist so das, wo ich daheim bin. Aber alles das, was man vorher war, bis hin zum Maschinenbau, nimmt man mit, und irgendwie hat es auch einen Sinn gehabt. In welcher Sinn war das? Ich sage immer so, Ingenieure können Dinge gut strukturieren und planen und Modelle bilden, aber schlecht kommunizieren. Und Theologen können viel kommunizieren, aber bringen die Sachen oft nicht auf den Punkt so. Und so diese beiden Welten zusammenzubringen, also was Verwaltung, Organisation ist, und auf der anderen Seite sowas, das geistige und spirituelle Ausrichtung ist. Ich glaube, mir hilft, dass ich beide Welten so ein bisschen kenne. Das heißt, Sie sind ein Mensch, dem nichts fehlt. Ich glaube, da würde ich lügen, wenn jemand sagen würde, ich habe alles, sondern egal was ist, man wird immer irgendwas nicht haben und man wird irgendwas haben. Und die Kunst ist, wie kann ich aus dem, was ich habe, eine Kultur machen, und aus dem, was ich nicht habe, sodass ich es nicht ständig beneide, sondern sage, tatsächlich, mir fehlt auch was, aber vielleicht auch ist in dem, was mir fehlt, was fruchtbar werden kann. Ich wollte immer mal 6 Kinder haben, ich hatte mal 6 Pfarreien gelernt. Ja, also ich glaube, das ist schon gut auch zu wissen, dass man im Leben nicht alles haben muss, um sowas wie eine Erfüllung zu haben. Gibt es da einen Trick, ein kleines Rädchen, was man drehen kann, um so eine Selbstständigkeit? Ja, den Ding nicht auszuweichen, sondern wenn man was vermisst, ehrlich zu sein. Und wenn man was Schönes hat, auch ehrlich zu sein. Also
Ich bin froh, dass ich meine Geschwister habe, wo ich Anteil nehmen kann an deren Leben, und ich hoffe, dass sie sich auch so ein bisschen freuen, dass sie bei mir was mitbekommen. Also, dass man nicht sich so etwas vormacht, sondern versucht, ehrlich zu sein. Ehrlich zu sich selber oder ehrlich zu den anderen? Ja, vor allem zu sich selbst. Und dann die Menschen, die es verdient haben, dass man sie hineinlässt ins eigene Leben, dem sollen wir wirklich auch Anteil geben. Sehr interessant. Sie kommen aus Erbach. Ja. Das ist hier, wo wir heute aufnehmen. Ja. Was hat sich geändert? Ja, ich hoffe viel. Also einmal was Interessantes. So die mit mir hier aufwachsen, ich bin ja schon mit 18 Jahren hier gekommen, das sind jetzt schon fast 40 Jahre gewesen und ein Teil ist hier geblieben, aber auf einmal deren Kinder wieder zu sehen, was aus denen geworden ist und dann in denen die Eltern zu sehen. Aber jetzt komme ich, glaube ich, schon ins Erzählen eines Altvorderen. Ja, oder auch so, hier, das ist unter der Keller, wo wir unseren Jugendclub hatten. Mir ist klar, dass es heute ganz anders ist. Aber heute ist hier was, weil hier Menschen sind, Familien sind, die was wollen und die das für ihre Zeit leben. Also das finde ich sehr faszinierend. Aber was für mich auch wichtig geworden ist, das ist so im Leben. Ich war schon an 5, 6 verschiedenen Orten. Mhm. Und wenn man immer versucht, noch da zu sein, wo man war, das geht gar nicht. Und wie kann man das machen, so treu zu sein, wo man war und gleichzeitig sich ganz einzulassen auf das Neue, was ist. Das ist, glaube ich, für mich so die Herausforderung gewesen. Also insofern bin ich heute in Limburg, habe immer noch ein bisschen Heimweh nach allen Vereinen, wo ich mal war. Mhm. Aber da war das schon was Besonderes. Also ich war kurz vorher hier noch mal in der Kirche, die jetzt ganz leer ist. Und trotzdem ist es der Ort, wo ich ganz viel gelebt habe. Oder könnte man herausschreiben, weil beim Friedhof kann die Nachbarin ist heute beerdigt worden, gegenüber das Grab von Leuten da. Das hat was mit Heimat zu tun. Und, und das ist was Trosthaftes, so zu wissen, es gibt so Orte. Und wie können Sie trotzdem diese Heimat auch so ein Stück weit loslassen? Weil wenn ich jetzt überlegen muss, dass ich auch irgendwann fertig mit der Schule bin und wahrscheinlich auch zum Studieren irgendwo hingehen werde, muss ich ja auch irgendwie... Ich glaube, ehrlich sein, also weil es gibt eine Phase, wo man echt Heimweh haben wird, aber sich nicht einklagen, weil du wirst im Studium oder egal, wo du hinkommst, was Neues finden, was du jetzt überhaupt nicht weißt. Und Neugier zu haben, spannend das Leben zu finden und zu gucken, was es ist. Also vorhin hat man das so mit dem, vermisst man was. Klar vermisst man was, aber sich davon nicht festbinden zu lassen, dann zu gucken, was gibt es Neues, was findest du, was du vorher überhaupt nicht gedacht hättest. Vielen Dank. Bitte. Es war sehr interessant. Wir kommen leider schon zum Ende unseres Zeitrahmens. Haben Sie noch eine Sache, die Sie uns auf den Weg geben wollen oder unseren Zuschauerinnen und Zuschauern auf den Weg geben wollen? Ich glaube, ihr gebt mir was mit auf den Weg, weil was hier ist, das ist anders als das, was früher war. Das zu sehen, es gibt eine nächste Generation, die dann was weitermachen wird. Es gibt junge Leute, denen was wichtig ist. Jetzt hier die Kirche, auf der einen Seite kann man sagen, ja, es ist verwaist, der Pfarrer ist jetzt nicht mehr hier vor Ort und Pastoralmitarbeiter ist jetzt auch nicht mehr hier. Dann haben sie Leute selbst in die Hand genommen und das finde ich klasse. Also die Kirche, die atmet den Geist von Menschen, die da drin gewirkt haben. Das kann man wortwörtlich sehen. Oben, wenn man in die Kirche hineingeht, die ist leer, aber sie ist nicht leer. Mhm. Und das merkt man auch so, dass ihr jetzt durch Corona euch Gedanken gemacht habt, was könnte man machen, um bei Leuten zu sein? Mhm. Und ihr findet es also, was ich mitgeben kann, ist eher neugierig zu sein, zu schauen. Ich finde heute eher was, was ihr mir mitgebt. Herzlichen Dank. Danke euch. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Bis zum nächsten Mal. Das war die letzte Folge der ersten Staffel. Wir hoffen, Ihnen hat das Ganze gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten, in der zweiten Staffel wieder. Es wird auf jeden Fall groß, das kann ich Ihnen vorstellen. Thank you.